Ah, wollen wir mal sehen, dass wir das Saatgut da mal abgeladen bekommen. So, erstmal rennen hier in die gute Stube. Ah, machen wir die. So, sind jetzt da. Bisschen Hackengas hier, wollen wir mal die Saatmaschine auf. Ja, so geht das ja nicht. Weil man hier wieder alles selber machen tut. Da hat man schon Mitarbeiter, dann muss man trotzdem mal alles selbst machen. So, wollen wir mal hier. Gucken, dass das passt. Ah komm, lass die Tür einfach mal up, dann regnet es ein bisschen rein. Davon werden wir jetzt auch nicht sterben. So, was wollten wir denn zuerst? Wir wollten zuerst Hafer. Ist vielleicht nicht optimal bei Regen das Ganze jetzt zu befüllen, aber den lassen wir jetzt mal. So. Lass mal hier stehen. Jetzt haben wir hier den Schlüssel. Wir haben eigentlich noch die kleineren Saatpaletten drin, aber ganz ehrlich, die lasse ich da erstmal stehen. Die muss ich erstmal kontrollieren. Da bin ich noch gar nicht zugekommen. Wer weiß, was da für ein Zeug noch drin ist. Irgendwelche Rückstände, irgendwelche Altbestände, das wollen wir nicht. Da wollen wir jetzt erstmal hier unser gekauftes nehmen. So, ganz vorsichtig hier mal. Schon so ein Akt, die zu verladen. Die dürfen bloß nicht rutschen. Oh, 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 nicht zu weit nach hinten. Nicht, dass uns gleich wieder der Hänger kippt. Das Spielchen hatten wir erst. Oh. Hat keiner gesehen. Gut, dass das keiner gesehen hat. So. Gut, dass wir so einen riesen Radlader am Hof haben. Ich weiß schon warum, bei den Paletten mit Saatgut, wir können ja mal. Boah. Bacon-Gewicht, was er da vorne drauf hat. So, wollen wir mal gucken, dass wir das hier eingefüllt kriegen. So. Den Rest stellen wir mal in die Halle. Bisschen kopflastig das Ganze hier, wa? So. Passt. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Misere da wieder retten, was ich da angestellt habe. Jetzt habe ich die total verschoben da. Hey, 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 hey. Boah, da komme ich so gar nicht rein mit dem. Oder? Kriege ich die so halb gegriffen und gedreht? Ich krieg sie so gedreht. Yep. So, müsste das eigentlich runterkriegen. Hä? Ja, das macht Sinn. So, hier mal ganz vorsichtig. Könntet ihr mir auch mal so ein Pausenspiegel fürs Rückwärtsfahren geben? Auch mal mit André reden, wenn er denn da mal arbeiten kommt.
ob er da nicht mal so ein paar noch ein paar alte Außenspiegel rumfliegen hat. Hallo? Bist du mal bitte los? So. Jetzt noch Saatgut und dann können wir auch endlich mal anfangen. Ich schätze mal, dass wir das alles auch dieses Jahr verbrauchen werden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt so viel überbehalten werden. Ich glaube nicht, dass wir einen zu großen Überbestand haben an Saatgut. So. Dann wollen wir mal, fangen wir an mit Hafer. Beziehungsweise erstmal noch das letzte Säckel da oben runter. Nämlich auch der LKW erstmal wieder weg und dann können wir oben erstmal los. Dann müssen wir einmal Klappe schließen. So. So, machen wir schnell die hier zu, damit das hier nicht zu nass wird. So. Den. So. Wunderschön, da kommt da schon mal nichts rein. So, jetzt machen wir hier mal wieder. Falsche Taste. So. Den mal warm laufen, das dauert sowieso einen Moment, bis er angesprungen ist. Ich will den erstmal hier wegbringen. Na, der Radlader macht sich echt bezahlt. Der wird noch von großem Nutzen sein bei mir hier, das glaube ich. So. Kann er mal da stehen bleiben? Jetzt haben wir Schaufel und... Oh. Schaufel und Palettengabel. Ich denke mal, das passt. So, kann die hier nämlich auch erstmal wieder zu. Zack. So, jetzt noch den LKW weg und dann ab aufs Feld. Oh ja, doch, Sonne kommt wieder. Wir hier vorne eigentlich durch. Ja. Wenn die Leute ihre Autos nicht immer im Weg parken würden, dann würde man da auch durchkommen. So, machen wir mal hier. Und ab fort. Den lassen wir trocknen, dann können dahinter wieder die Plane drauf, dann ist der auch fertig. Perfekt. So, dann wollen wir mal mit dem Kleinen hier gucken, ob er das auch schafft.
So, auf geht's. Fortsetzung folgt.